Florenz ist die Kulturmetropole schlechthin in der Toskana. Einen ersten Überblick erhält man von der Piazzale Michelangelo aus, auf der sich eine riesige Bronzenachbildung des David befindet. Die Piazza ist auf der anderen Seite des Arno auf einem Hügel gelegen. Gut zu erkennen ist auch die Brücke Ponte Vecchio, eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie ist nicht nur die älteste Brücke über den Arno, sondern zweifelsohne auch die schönste. Und daher schieben sich zur Hauptreisezeit Massen an Touristen an den kleinen Läden auf der Brücke entlang. Die Kathedrale Santa Maria del Fiore mit dem Campanile und dem Baptisterium ist sicherlich die Hauptsehenswürdigkeit in Florenz. Sie ist eine der größten Kirchen der Welt. Doch das eigentliche Wunder ist die Kuppel mit einem Durchmesser von 46 Metern und einer Höhe von 107 Metern. Jeder Besucher der Kathedrale reckt staunend den Kopf. Der Rest des Inneren ist überraschend nüchtern gestaltet. Florenz ist eng mit der Geschichte der Familie Medici verbunden. Diese erwarben ihren Reichtum ursprünglich im Textilhandel und begründeten ein modernes Bankwesen. Zugleich finanzierten sie bedeutende Bauwerke in Florenz und förderten zahlreiche Künstler, wie auch Michelangelo. Beispielsweise geht die Planung der Uffizien im 16. Jahrhundert auf Cosimo I., dem Medici, zurück. Hier ist eine Kunstsammlung untergebracht, die noch heute zu den bekanntesten der Welt zählt. Der größte zentrale Platz in Florenz ist die Piazza della Signora mit etlichen Statuen. An dem Platz grenzt auch der beeindruckende Palazzo Vecchio an, der als Sitz des Stadtparlaments den Mittelpunkt der weltlichen Macht darstellte. Noch heute ist hier das Rathaus untergebracht. Die Kirche Or San Michele an der Via dell'Arte della Lana ist ungewöhnlich, da sie weltliche und religiöse Funktionen enthielt. Die Kirche ist berühmt für die Skulpturen von Heiligen, die von den verschiedenen Florentiner Zünften in Auftrag gegeben und aufgestellt wurden. Im zweiten Stock des Gebäudes findet man beispielsweise Christus und den ungläubigen Thomas von der Zunft der Händler oder die Donna della Rosa von der Zunft der Ärzte und Apotheker. In den Tabernakeln der Außenfassade stehen noch heute Nachbildungen der Statuen. Zudem hat man einen guten Blick auf die Stadt.